So. Ich habe jetzt 3:30 Minuten, um was richtig Scharfes über Geheimdienste zu sagen. Der BND ist das Hinterletzte. Okay, ich bin raus aus der Sendung. Tut mir leid, ich habe echt ein Glaubwürdigkeitsproblem. Ich benutze Apple, Google, Facebook, Twitter, Windows. Ich lasse mich freiwillig verwanzen und will dann hier als Moralapostel die Fremdausspähung anprangern. Klar, staatliche Geheimdienste sind böse. Aber private Geheimdienste sind geil, weil die so eine schöne Benutzeroberfläche haben. Die freiwillige Selbstausleuchtung ist effizienter als die Fremdausleuchtung, weil sie einhergeht mit dem Gefühl der Freiheit. Diese gefühlte Freiheit ist der Grund, warum wir kaum gegen die Totalüberwachung demonstrieren. Habe ich neulich gelesen. Sagt Byung-Chul Han. Hat er gut gesagt, ne? Ich lese sowas gerne, weil ich nachher genauso weitermache wie vorher, nur mit einem anderen Bewusstsein. Ich meine, natürlich könnte ich Linux statt Windows benutzen, Startpage statt Google, Diaspora statt Facebook oder ganz krass einfach gar nicht zu Facebook gehen. Es gibt ja Alternativen, aber ich mach's nicht. Ist mir zu anstrengend. Ich guck lieber heute Abend Die Anstalt. Das reicht mir an kritischer Auseinandersetzung mit dem Thema. Das ist doch alles schizophren. Total schizophren ist das, oder? Was wir machen. Ich meine, wie kann man googeln und gleichzeitig gegen Vorratsdatenspeicherung sein? Das ist ja wie Merkel und Konstantin Wecker gut finden. Wie Bild lesen und Lügenpresse rufen. Wie Kabarettist sein und hochbezahlte Galas für Konzerne machen. Schizophren. Ich kapiere mich nicht. Da draußen geht die Demokratie vor die Hunde. 1984 ist ein Kindergeburtstag dagegen und ich bin zu faul, meine Mails zu verschlüsseln. Es gibt Fachleute, die sagen, wenn nur 10 bis 15% aller Leute verschlüsseln würden, dann könnten die Geheimdienste derzeit dicht machen. Die staatlichen und die privaten. Aber ich mach's nicht. Es muss ja noch jemand zu den restlichen 85% gehören. Noch 30 Sekunden. 25 Sekunden. Komm. 20 Sekunden. 20 Sekunden, Prayon. Für einen schönen letzten Satz. Was Nachdenkliches, was Wahres, was mit Tremolo in der Stimme, wo Ihnen Ihr Dingsbums im Hals stecken bleibt. Und Sie unweigerlich heftig applaudieren müssen. Sowas wie, wenn die Geheimdienste mehr über uns wissen als wir selber, dann sollten wir uns fragen, ob das gut ist. Oder eine große Schlusspointe. Eine große Schlusspointe, wo Sie richtig befreit lachen müssen. Ja? Und dann unweigerlich heftig applaudieren. Sowas wie, kein Block mehr ohne Wart. Noch 3 Sekunden. 3 Sekunden. Tut mir leid. Ich bin raus.